Adono den strategischen Luftschlag gegen das Lager von Kundang überlebt hat. Die militärische Aufklärung will, bedeutet eine dramatische Wende in den Bemühungen der USA in Indonesien. General Kellner sagte einen günstigen Ausgang innerhalb, auch wenn Sadono überlebt hat. Er ist vollständig aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Geisel, die Sadono in der US-Botschaft genommen hat, wird nach wie vor vermisst. Ja? Operation Shadow... Schleichwerbung! Ich erwartet haben. Sadonos Lebensversicherung ist so gut wie gekündigt. Was wollen wir nach Meinung des Generalstabs mit Sadono tun? Wir schnappen ihn lebend. Seit Nicolazzi wissen wir, wie schnell getötete Anführer als lästige Geister zurückkehren. Habt ihr vorhin das Easter Egg gesehen? Da war vorhin dieses Zeichen von Ubisoft auf der Taste von Lambert. Ja, ihr könnt ja mal zurückspulen und euch vom Gegenteil überzeugen, falls ihr mir nicht glaubt. Ein Easter Egg oder eine Werbung, whatever. Aber jetzt erstmal zur neuen Mission. Senderfreies Indonesien. Jakarta, Indonesien natürlich. 20. April 2006, 21.43 Uhr. Nehmen Sie Swadi Sadono gefangen. Warum gefangen? Warum dürfen wir den nicht töten? Voll schwul. Wir müssen den gefangen nehmen, weil wir ihn noch brauchen. Jetzt, da die ND-133-Behälter lokalisiert sind, steht einem direkten Angriff auf Sadono nicht mehr im Wege. Sobald ShadowNet die ND-133-Behälter neutralisiert hat, nehmen sie Soadi Sadono gefangen. CIA-Agentin Ingrid Carlson ist schon undercover vor Ort und unterstützt sie bei dieser Mission. Ich habe noch die Lautstärke von dem Mikrofon erhöht, die war ein bisschen leise, ist mir im letzten Part aufgefallen. Jetzt müsstet ihr mich makellos hören können. Jetzt muss ich halt nur noch deutlich sprechen, damit ihr mich verstehen tut. Und los geht's! Hä? Lambert ist zu faul, mir zu sagen, was ich tun soll. Okay, kein Missionsziel, na dann! Verdammt. Sie müssen in das Sendergebäude eindringen. Dort befinden sich... Ach, leck mich, ich nehme nur Befehle von Lambert entgegen. So. Vom Regen in die Traufe. Wer bist du? Irgendein Feind? Verflucht, Fischer. Ah, da ist Lambert, okay. Die Mission ist vorbei. Okay, Mission ist vorbei. Ab ins nächste Level. Verdammt. Sie sind nicht mehr zurechnungsfähig. Natürlich kann ich rechnen. Ich habe Rechnungswesen in meiner Schule. Ich kann rechnen. 1 plus 1 ist 2. Ich bin zurechnungsfähig. Idioten, ey. Das Spiel ergibt keinen Sinn. Warum sollte ich nicht mehr zurechnungsfähig sein, wenn ich rechnen kann? Da wären wir. Das könnte die Sache beenden, wenn Carlson durchkommt. Ich traue ihr. Ich nicht. Erst Alia, jetzt Ingrid. Manchmal glaube ich, sie mögen keine Frauen. Mögen ist nicht das richtige Wort, aber fragen Sie nicht weiter. Und was Dalia angeht, hatte ich recht. Ich kenne Carlson aus Dili. Hab ihr in die Augen geschaut. Sie macht das schon. Ja, okay, dann fangen wir mal an mit diesem Level. Verflucht, Fisch! Wir sind hier auf so einem Haus. Was ist denn das da? Was steht da? Oh, das ist hell, ey. Scheiße. Was wird passieren, wenn ich Nachtsicht anmache? Es ist gar nicht so hell. Okay. Sie müssen in das Sendergebäude eindringen. Ja. Dort befinden sich Ingrid und Sadono. No problem, no. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Das ist übrigens das vorletzte Level, glaube ich. Das letzte Level ist an einem Flughafen. Ist auch ziemlich schwierig.
Aber hey, dafür haben wir in den nächsten Teil nicht mehr so schwierige Level. Da darf man sogar entdeckt werden bei manchen Sachen. Und wir dürfen, glaube ich, immer töten bei SNSL Chaos Conviction. Scheiße, was mache ich da? Okay, das ist ein Zivilist. Der stört mich nicht so sehr. Jetzt sage ich schon Militärausdrücke wie Zivilist oder so. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Vergewaltiger. Ich warte hinter der Ecke, bis du kommst und ich mich dich dann schnappen kann und ins nächste Gebüsch zerren kann. Ungefähr so. So, du kommst jetzt mit. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gefunden. Wir dürfen maximal 3-mal erwischt werden. Ansonsten hat unser Spaß ein Ende. Spaß. Angriffe mit Todesfolge sind genehmigt, hey. So mag ich's. Noch einer. Hallöchen. So, jetzt machen wir mal einen flotten Dreier. Du kommst jetzt auch mit ins Gebüsch. Was war denn das denn jetzt? Irgend so eine Trommel? So, Dreier. So, fangen wir mal an. Okay, vorbei. Vorbei. Das wird mir auch langsam zu pervers hier. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. So, erstmal die Lage checken. Ich glaube, hier sind überall Feinde oder so. Ach ja, vorhin das, was wir im letzten Level gesehen haben, das von diesem Level, das war hier, glaube ich, hier. Genau da, an diesem Hotdog-Stand oder whatever. Hier ist ein Tipsy, der patrouilliert. Okay, jetzt rede ich mal wieder gescheit. Wir wollen jetzt serious bleiben. Gut, ja, hier ist Licht. Sollte ich das vielleicht ausschalten? Ich lasse es mal brennen und bleibe im Schatten. Vielleicht soll ich es ja doch ausknipsen. Oder vielleicht soll ich den Typen da vorne einfach ausknipsen, aber ich glaube, dann kriege ich eine Alarmstufe. Ich speichere mal und probiere es mal. Na komm! Hey, du! Da ist eine Maus! Da! Genau da! Eine unsichtbare Maus! Ah, da kommt er! Nein, jetzt war ich zu langsam! Ah! Ich näher mich mal dem Typsi. Ich glaube, ich bin ja gerade. Hilfe! Ich bin in Gefahr! Bitte! Halt. Scheiß Petze, halt die Fresse! Oder willst du, dass du aufs Maul kriegst, ne? Hilfe! Ich bin in Gefahr! Hilfe! Hilfe! Ey, was für ein Weicher! Am liebsten würde ich den jetzt kaputt schlagen. Hab ich auch. Hä? Wie liegt der denn da? Mit dem Kopf im Boden oder was? Das schaue ich mir näher an. Hä? Wo ist der Kopf? Ah, da ist der Kopf. Okay, er trägt nur eine Mütze, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Oh je. Das Licht, das ist krass. Das muss ich ausschalten. Schon viel besser. Ich sollte auch mit der Munition ein bisschen sparen und mehr auf Stealth spielen. Weil ich glaube, das Level, das kann ziemlich lang werden und die Munition könnte auch knapp werden. Habe ich so im Gefühl. Ich kann mich nicht wirklich an das Level erinnern, wo ich es zum ersten Mal durchgespielt habe. Daher ist es ein kleines bisschen blind. Aber ich wette, wenn ich einen Punkt finde, wo, den ich gut kenne, dann kommt bei mir alles wieder hoch und ich weiß sofort, wie das Level konstruiert ist. So, dreh dich um! Dreh dich um! Pfeife! Nein! Warum habe ich das gemacht? Nicht Pfeife, du bist keine Pfeife! Hey, du Pfeife, komm her! Hab dich! So. So weit, so gut. Das nennt man Stealth, Leute. Töten. Mann, ich hab gerade den größten Haufen gekappt. Okay. Hereinklettern? Wo? Da? Okay, hätte ich gewusst, dass man hier aufs Dach kann? Na, egal.
Sieht aber ganz so cool aus. Was? Kaffee? Was ist das untere Wort? Kneigt. Kaffee neigt. Kaffeekrieger. Oder Ritter. Kaffee-Ritter. Was steht da? Ja, ich muss das lesen. Das ist wichtig. Ich will mich auch ein bisschen bilden. Durch Computerspiele. Takabi Bonon. Oh Gott, das ist Indonesisch wahrscheinlich. Falls es die Sprache Indonesisch gibt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sprechen die auch Arabisch. Denn Indonesien ist ja ein muslimisches Land, für die, die es nicht wissen. Ich bin hier so History-Typsi, ich hab's ja schon mal gesagt. Warum kann ich da nicht hoch? Sam, du kletterst jetzt auch, ja? Springen! Aha! Ja. Und jetzt? Sam? Hä? Okay, gehen wir mal wieder runter. Anscheinend ist da nichts. Schade. Wäre cool gewesen, wenn man hier aufs Dach könnte. Naja. Geh jetzt mal wieder runter und schau. Geht's hier vielleicht weiter? So Prince of Persia mäßig, so von Gebäude zu Gebäude springen. Oder Assassin's Creed mäßig. Ich probier's mal. Nee, funktioniert nicht. Ich lade mal schnell nochmal. Kletter mal nochmal da raus. Ich habe keine Ahnung. Das bringt gar nichts, da hoch zu klettern. Da kann man sich höchstens verstecken, wenn man da... Moment, ich habe eine Idee. Na los, kommt's her. Ich mache es jetzt sehr professionell. Sobald er da unter dem Rohr ist, werde ich ihn erschlagen. Na, so nicht. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste. So nicht, mein Freundchen. Stufe 1, Sam. Hey du, geht's dir gut? Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Lalalalala. Oh, was ist los? Oh. Hey du. Hey, wach auf. Was ist nur los, mein Gott? Bleib liegen. Du bleibst auch liegen. Hier steht niemand auf. So, waren es alle oder ist da noch jemand? Ah, ich glaube, in das Level kann ich mich jetzt erinnern. Das ist ziemlich, naja. Ah, da ist noch einer. Ah, da sind zwei. Oh Gott, einer hat eine Lampe. Oh nein. Na super. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz an. Ich wollte es so professionell machen und dann kommen diese Lappen da. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, die Situation ist kurz davor, außer Kontrolle zu geraten. Und der Lambert macht wieder Panik, genau. Scheiße. 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 Okay, das lade ich. Sorry Leute, das laden muss, aber wenn eine Leiche gefunden wird, ist es vorbei. Ich möchte mich hier nicht versafestaten. Dann mache ich das jetzt nochmal. Das wäre sehr ungeil, wenn ich mich hier versafestate. Da lasse ich mich lieber als Cheater bezeichnen, der alles ladet, was irgendwie schlecht ist. Ich dachte schon, es wäre ein Gegner, aber es ist nur die Lampe, die so wackelt. Vielleicht kann man es da hoch irgendwie, ja, das könnte gehen, dann hier so dranhangeln, aber erstmal warten, bis der Typ da weg ist. Wenn wir den erschlagen, dann merkt sein Kollege das und ja, das gleiche Spielchen wie vorhin passiert. Hilfe, tu mir mal ein bisschen ärgern. Hey, ich bin hier oben, hallo, ich bin hier oben und ich komme nicht runter, ich traue mich nicht. Hilfe! Was ist denn hier los? Da ist doch was. Hast du was gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Irgend so ein Idiot verarscht uns. Aber ich gehe jetzt mal dahin und da ist auch nichts. Ja, ganz schön nass hier. Scheiß Wetter. Okay, ich warte mal, bis sie sich beruhigt haben und sich wieder irgendwie da vorne versammeln. Dann kann ich mich hier hochhangeln.
Kann sich nur um Stunden handeln. Aber der Sam, der ist es ja gewohnt, ne? Vielleicht kann ich hier irgendeinen Spagat machen. Ich probier's mal. Na, so nicht. Ich liebe dich, Gott. Ich höre doch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kletter da hoch! Sam! Wir werden angegriffen. Hier geht aber auch mal gar nichts. Ich dachte, warum geht es hier nicht? Das Rohr ist doch mindestens genauso groß wie das da. Nein! Hey, weißt du was? Fick dich! Fick dich! Ach, fick mein Leben, ey! Fick mein Leben! Oh Mann! Na, ich möchte hier ungern entdeckt werden. Sehr ungern. Ich frag mich, wie man sich da vorbeischleichen kann. Vielleicht hier irgendwie da hoch? Hier sind überall Rohre. Vielleicht da drüber? Nee, das geht auch nicht. Das ist glatter Selbstmord. Man muss dann nur Geduld haben, dann schafft man das auch. Ich renne jetzt einfach vorbei. Hi Leute! Sicherheitsstufe. Ach, so geht mir das auf die Eier. Okay, ich probiere es mit Stealth. Vielleicht geht's dann so wie vorhin ungefähr. Ich musste ja nur rechtzeitig verstecken, die Leichen, vor den Typen da mit der Lampe. Oh Mann, jetzt leckt's bei mir. Ah, jetzt geht's wieder. Nein! Du Arschgeige! Lass mich! Ist die was? Nein! Oh. Alter, es frustriert mich gerade ein bisschen. Da ist deine Mutter, sie sagt, hör auf zu patrouillieren. Das ist gemein, hier ist überall Licht und so. Ich bin so schlau. Warum knitze ich das nicht einfach aus? Okay, ich habe eine Idee. Und ich glaube, das kann sogar klappen. Ich gehe jetzt dann nach oben und knipse hier dieses Licht da aus, was ich hier nicht erreichen kann, weil der Winkel nicht passt. Scheiße. Hey, Alter, wo ist der andere? Da ist der andere. Und? Oh mein Gott. Ja, natürlich sieht er das. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ja. Ja. Natürlich. Alarmstufe erhöht. Natürlich. Kopfschutz anlegen. Natürlich. Natürlich. Das Spiel ist total natürlich. Ich mag die Natur. Oh Mann. Mensch. Okay, nochmal. Ich glaube, ich lasse mir jetzt mal ein bisschen Zeit und hudel nicht so. Taser funktioniert auch nicht, weil der andere das dann immer merken wird wahrscheinlich. Oh, diese Lichter da, über Lichter. Tschüss. Scheiße, geht nicht. Hier aber, tschüss. Nein! Hätte ich so viele ausschalten sollen. Schusssichere Weste anlegen. Weißt du was? Weißt du was? Laden! Was zum Teufel? Die Amis sind hier. Alter! Ach, langsam werde ich wütend. Aber nur langsam. Habt ihr mich erwischt? Entdeckt? Das sieht nicht so aus. Ich speichere mal schnell. Und warte, bis der da um die Ecke kommt. Dann schnappe ich ihn hier. Ich lock ihn jetzt mal her. Vielleicht klappt's ja. Und! Nein, da ist noch sein Kollege! Oh Gott! Stufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Naja, jetzt
Ich glaube, das ist einfach mal so. Sam, du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Ich bin kein Geist, ich bin ein pädophiler Vergewaltiger. Ich hab den ja vorhin gesehen, ey. So, und jetzt werde ich diese zwei Leute hier vergewaltigen. Obwohl ich pädophil bin, aber ist mir egal. So. So, hier. Wieder Gruppenkuscheln. Verdammt, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Am liebsten würde ich euch jetzt eine Dose auf den Kopf schmeißen wollen. Wo ist denn hier eine Dose? Hier ist eine. Hier sind überall Körper, unglaublich. Da ist eine Dose. Steh auf, Sam. So. Hier, ihr Trottel. Gut. Warte jetzt. Objekt. Aha. Warum sehe ich das erst jetzt? Damit hätten wir die... Hilfe. Oh Gott. Alter, das war scheiße knapp. Hoffentlich finden die die Körper da nicht. Nicht schon wieder! Scheiße! Hier dasselbe Spielchen. Speichern. Scheiße, warum speichere ich? Oh, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Unglaublich. Nein, geh weg. Du findest die Körper nicht. Nein, 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 nein. Dreh dich um, dreh dich um. Moment mal. Vielleicht kann ich den von oben ausschalten. Hier wieder ein bisschen verwirren. Verdammt, jetzt kommt der andere. Aber wenn der andere da hinten um die Ecke ist und ich den und der jetzt um die Ecke geht, kann ich den theoretisch von oben ins Genick schießen. Nein, es sind beide da. Fuck. Fuck, geht weg von dem Körper. Geht weg von dem Körper. Nein, die gehen direkt zum Körper. Geht da weg. Geht da weg. Nein, ihr sollt da weggehen. Hier da. Hier oben spielt die Musik. Hört ihr das? Die Musik spielt. Ich da... Nein, 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 nein. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Du gehst da weg. Geh da weg, ja? Nein. Nein, das ist die falsche Richtung. Nein. 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 Geh weg. Geh woanders hin. Wo ist der Kollege von dem? Nein, 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 nein. So, sind die immer noch da? Ey, die sind hartnäckiger als... keine Ahnung. Mensch, habt ihr die Suche immer noch nicht aufgegeben? Das ist hier kein Ostern, ja? So, ich probier's mal. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte mich da hinhängen lassen. Nein! Oh Gott. Scheiße. Leck mich am Arsch, ihr Taliban. Nochmal. Sorry, dass wir gerade nicht weiterkommen, aber das ist ziemlich schwierig, die Stelle. Ich kann es nicht ändern. Ja doch, ich kann es ändern. Besser spielen. Aber gut, gut Ding will Weile haben. Ihr kennt ja das Sprichwort. Hoffe ich. Ich wollte... Ah! Nie geht etwas. Nie geht etwas. Ich faile hier am laufenden Band. Ich glaube, der Part wird extra lang. Okay, 10 muss ich drücken. Dann lässt er, glaube ich, das los, oder? Ja. Nein, ich wollte so testen.
Okay, C zum Loslassen. Wenn er unten ist, dann drücke ich C und er kriegt voll auf die Fresse. Na los, geh unters Rohr. Du Pfeife. Mensch, jetzt sind sie wieder so nah beisammen. Ey, ihr Turteltäubchen, geht weg mit eurer schutzsicheren Weste. Hey, was ist denn da? Hey, ich kann mal da lang, weil es so lustig ist. Jetzt, nein. Das fängt mir schon mal super an. Ständig irgendwie beschützen, wenn wir zusammenbleiben. Warum heiratet ihr denn nicht? Schwulenehe. Wir werden angegriffen. Halt die Klappe. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Ich hasse euch. Habe ich heute schon mal gesagt. Ich hasse euch noch mehr als die zwei Wichser davon. Diese Gasse, die ist so eng. Natürlich könnte ich auch warten, bis sie sich verkrümeln. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Okay, dann warte ich jetzt einfach mal ein bisschen und warte, bis die wieder da hinten sind und kuscheln, ne? Jetzt mache ich mal gar nichts. Sorry, Leute, dass ihr jetzt warten müsst, aber hey! Geht weg, geht weg. Ich will euch nicht mehr sehen. Geht am besten komplett weg. Hört ihr? Bevor ich sauer werde. Ja, verpisst euch. Nein, du kommst nicht her. Du kommst nicht her. Dich hasse ich am meisten. Ja, dich. Nein. Habe ich euch gesagt, ihr sollt herkommen? Ihr sollt euch verpissen. Ihr sollt euch verpissen. Gut, der eine, der hört auf meine Warnung. Der andere, der versucht mich zu provozieren. Okay, ich mach's jetzt komplett anders. Und zwar erstmal speichern. Dann tippe ich den Cheat ein, Win, nee, Spaß. Ey, diese Lampe, die provoziert mich auch ein bisschen mit der Bewegung. Nein, mach ich nicht. Sonst weist sein Kollege wieder darauf hin, dass jemand da ist. Ja, okay, es geht. Er kann sich hier hinfangen. Aber ich krieg Damage, wenn ich da jetzt loslasse. Aber dann sind wir wieder hier. Aber ich... vielleicht schaffen wir es ja auch, ohne dass sie uns hier jetzt da hinfallen lassen. Okay, ich tue mich mal nochmal ans Rohr hinhängen. Das war jetzt ganz anders, als ich es mir erhofft habe. Und warte, bis die da hinten sind. Ungefähr hier in dem Bereich, wenn sie da weg sind. Dann gehe ich dahin, schalte hier dieses Licht da aus, dieses helle Licht hier. Und dann aus der Distanz diese zwei Lichter da von diesem Stand. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Hat er mich jetzt entdeckt? Nein, hat er nicht. Okay, safe. Jetzt warte ich noch, bis der weg ist. Ich hoffe, der findet den Leichnam nicht. Oh, Regen in der Traufe. Und das ist gerade mal der Anfang des Levels. Gut, wenn ich jetzt pfeife, wird er alle Leichen entdecken und wir sind am Arsch. Also nicht pfeifen jetzt, so. Hi Leck, wie geht's dir?
ein FPS gerade. Immer eine entscheidende Szene. Wenn es so hochspannend ist. Kommt der Leck und sagt, hey, ich bin auch noch da. Ich muss euch auch noch ein bisschen ärgern, Kevin. Ach Mensch, Leck. 7 FPS. Geh weg von der Leiche. Geh weg von der Leiche. Du sollst weggehen. Dreh dich um. Nein. Nein. Ruf bloß nicht nach. Nein. Sicherheitsstufe erhöht. Was habe ich gesagt? Ich hab dich gesagt. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bist, wird deine Bereitschaft vermindert. Fischer, die Situation ist nicht davor, außer Kontrolle zu bringen. Fick dich. Fick dich. Fick dich, Delfin und Wahl. Okay Leute, da es gerade leckt und ich keinen Bock mehr habe, mache ich hier Schluss. Also bis dann Leute, bis gleich, bis zum nächsten Part, whatever. Ciao!